Neue Bedrohungen der Welt oder der Menschheit, die werden auch im Kino schnell umgesetzt und verfilmt. So auch in Black Hat, denn da geht es um Cyberterrorismus. Sobald man sich einloggt, verliert man die Kontrolle. Ich kann jeden hacken. Alles. Überall. Sie verschieben das Geld. Keine Fingerabdrücke, keine Spuren. Kein Erbarmen. Die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Ein verurteilter Hacker soll den Behörden dabei helfen, einen groß angelegten cyberterroristischen Angriff zu verhindern und dem Täter auf die Spur zu kommen. Um diesen Kerl zu fangen, brauchen wir einen Black Hat Hacker namens Hathaway. Ein genialer Programmierer, verurteilt zu 15 Jahren. Wenn Sie meine Unterstützung wollen, will ich kompletten Straferlass. Was denken Sie eigentlich, wie weit Sie bei solch einem komplexen Angriff ohne jemanden wie mich kommen werden? Zero. Das hier ist keine Verhandlung. Jetzt ist es eine. Was in dem Film gelungen ist, ist es das abstrakte Thema dieser Internetgeschichten und dieser Portale, die man da benutzt etc. Zu visualisieren, sodass man es quasi auch versteht, wenn man nicht Informatik studiert hat. Hier, das ist der Code. Dieser Bereich sieht unvollständig aus. Er schreibt immer noch. Woran? Der Typ, den wir suchen, würde ohne Skrupel eine Stadt auslöschen. Kommen Sie mir nicht mit dem 11. September. Runter! Der Film ist so ein Fall, wo der Trailer mehr verspricht, als der Film dann halten kann. Für mich hatte der Film deutliche Längen und ist auch immer mal durch das ein oder andere mittelgroße Logikloch gestolpert. Es geht nicht um Geld. Es geht nicht um Politik. Für dich ist das alles nur ein Spiel in einer virtuellen Welt. Du warst nie Teil des Spiels. Was immer jetzt kommt, es befindet sich da drin. Können Sie es hacken? Ich dachte, dafür bin ich hier. Wenn er sie findet, sind Sie ein toter Mann. Haben Sie gewusst, was der Kerl macht? Er hat die NSA und das Pentagon gehackt. Bringen Sie ihn zurück. Ich fand den deutschen Who Am I, in dem es ja auch um Hacker geht, um Längen besser. Black Hat fehlt da doch ein Stück weit die Spritzigkeit. Deshalb gibt es von mir auch nur 3 von 10 Punkten. Du musst abhauen. Ich werde ihn aufhalten. Bei so einem gefährlichen Mann geht es nur darum, schnell genug, dicht genug ranzukommen. Du hast die Kontrolle verloren. Der große Schlag kommt noch.